Psychopath, Soziopath, Narzisst, was ist eigentlich was? Was ist denn nun eigentlich was? Was ist ein Psychopath und ist das das gleiche wie ein Soziopath? Und was ist eigentlich mit den Narzissten? Gehören die da jetzt nur dazu oder wie oder was? Zuerst einmal kann man alle drei zum Schreckenskabinett der Menschheit zählen. Keine Frage, die haben es in sich, wenn es um Gefährlichkeit geht. Und das haben sie, weil sie es nämlich nicht in sich haben, wenn es um Gefühle geht. Und da hätten wir dann auch die Gemeinsamkeit. Fangen wir mal mit den Schlimmsten an, den Psychopathen. Deren Gefühlswelt ist grundsätzlich offline. Ich sage immer, dass sie zwar mit intakter Mechanik geboren wurden, aber irgendwer muss vergessen haben, die Menschlichkeitssoftware anzuschalten. Der Draht zwischen Emotion und Kognition liegt zwar, ist aber per Werkseinstellung auf off. Und damit haben wir einen Menschen ohne Menschlichkeit. Jemand, ob der oder die, der sich wie ein Das verhält. Jemand, der keine Angst kennt, also nie vorsichtig ist. Jemand, der kein Mitgefühl kennt, also auch nie empathisch ist. Jemand, der damit auch rein egoistisch ist und gleichzeitig überhaupt kein Problem damit hat, seine egoistischen Interessen auf Gedeih und Verderb durchzusetzen. Damit wir uns richtig verstehen. Ein Psychopath setzt seine Interessen auf sein Gedeih und dein Verderb durch. Du bist bestenfalls Mittel zum Zweck. Bestenfalls. Meistens nämlich bist du nichts weiter als ein Kollateralschaden. Und damit kommen wir zu den Hinterhältigen, den Soziopathen. Die sind nicht emotionslos geboren. Die haben sich dazu entschieden, emotionslos zu sein. In ihrer Biografie waren sie solchem Schmerz ausgesetzt, dass es kaum auszuhalten war. Das ist schlimm. Und tatsächlich haben sie sich dann selbst recht pfiffig aus dem Eisverhau ihrer Wunden befreit. Dies nicht grundsätzlich, indem sie die vielen Traumata aufgelöst hätten. Nein, sie befinden sich noch immer in ihrem persönlichen Albtraum. Doch sie haben es geschafft, ihre Gefühle nicht mehr zu spüren. Und damit haben sie, gefühlt immerhin, ihre Lage deutlich verbessert. Doch das ist die gefühlte Situation, nicht die faktische. Der Schmerz ist immer noch da und der muss irgendwo hin. Und während sich einige Menschen bei seelischen Überlastungen selbst verletzen, wählt ein Soziopath einen anderen Weg. Die seelische Überlastung, der Schmerz, der überkocht, wird nicht dadurch abventiliert, dass sich der Soziopath selbst ritzt, sondern indem er anderen Schmerz zufügt. Dieses Schmerz zufügen entlastet sein bzw. ihr emotionales System. Du kannst also Gift darauf nehmen, dass das ein nie endendes Drama bleibt, wenn ein Soziopath nicht von außen gestoppt wird. Es ist wie eine Sucht. Sobald der Schmerzkessel überkocht, was er zuverlässig regelmäßig tut, weil das Problem ja in der Ursache nicht behoben wurde, wird jemand stellvertretend mit dem Ausmaß an Schmerz verletzt, das der Soziopath für sich zur inneren Entlastung braucht. Tja, und wie bei jeder Sucht braucht es immer schneller, immer mehr von der Droge. Und seine Droge ist die Macht, anderen Schmerz zufügen zu können. Boah, gruselig. Geht noch weiter. Während Psychopathen nur 1% der Bevölkerung stellen und Soziopathen bei rund 3,8% liegen, kommen wir nun zu einem eher signifikanten Anteil der Bevölkerung in unserer Zeit. Den Narzissten, die es locker auf 8% schaffen. So der offizielle Index. Also gefühlt sind da sogar noch mehr. Echt jetzt. Die Narzissten sind die Trampeligen im Reigen der drei scheinbar Emotionslosen. Da wir die im Alltag ständig vor der Nase haben, muss ich auch nicht viel erklären. Sie kreiseln rein um sich selbst. Da, wo andere einen Taktgefühlregler haben, kennen die nur den Ich-bin-toll-Knopf. Und auch wenn die Besten unter ihnen mit großem Charme aufwarten können, so sie denn wollen, ist man schnell ernüchtert, wenn man etwas näher rankommt, sie also länger erlebt. Da ist dann nämlich nichts weiter als me, myself and I. So, wie kommt das? Das wäre doch mal eine eigene Folge wert. Hier nur kurz und knapp. Narzissmus entsteht, wenn der Glanz im Auge der Mutter fehlt. Der, die, das Narzisst war also nie wirklich willkommen. Jedenfalls nicht als eigenständiger Mensch mit eigenen Bedürfnissen und individuellen Wünschen. Wenn man so will, war da im frühen Leben keine warme, wertschätzende Beziehung seitens der Eltern oder des signifikanten Elternteils. Im Gegenteil. Derjenige wurde wie ein lebendiges Accessoire gehalten. So wie einige auch ein schönes Haustier halten, ohne es zu lieben. Tja, und wenn man nie gesehen wurde, so wie man wirklich ist, dann hat man sich auch nie finden können. Darum kreiseln Narzissten so um sich selbst. Die suchen sich selbst. Dummerweise hat ihnen niemand beigebracht, dass man im Außen nichts Inneres finden kann. Sie funktionieren wie eine falsche wissenschaftliche Prämisse, nämlich nicht. Sie sind schlicht rekursiv und kommen damit emotional maximal bis zu ihrer Nasenspitze. Das ist schade und das ist schädlich, denn in ihrer Unfähigkeit, in Beziehung zu sein, schaffen sie eine Menge Flurschäden.
Wenn du jetzt also nicht ganz sicher bist, ob du selbst was davon bist, dann hier nochmal im Schnelldurchlauf. Als Psychopath weißt du, dass du innerlich kalt bist und doch jeden dazu bringen kannst, das zu tun, was du willst. Und du schreckst wirklich vor nichts zurück. Als Soziopath kotzt dich die Menschheit derart an, dass du dich geradezu dabei entspannst, anderen Schmerz zuzufügen. Dass das nicht erlaubt ist, weißt du selbst, darum findest du auch Wege, dies im Verborgenen zu tun. Und als Narzisst merkst du nur, dass die anderen überhaupt nicht begreifen, was du alles Geiles geleistet hast. Und tatsächlich bist du es doch, der darunter leidet, verkannt zu werden. Naja, für dich als Narzissten hätte ich als Profiler aber ein Trostpflaster. Also wenn man denn dann endlich begreifen sollte, was du für ein wertvolles Kerlchen bist und man dich dann entführt. Und du hast das Glück, weder vom Psychopathen oder Soziopathen entführt zu werden, bestmöglich auch nicht von deinesgleichen, den Narzissten, sondern von ganz normalen Menschen. Dann sei gewiss, dass das gut für dich ausgehen wird. Du bist so nervig, ich bringe sie nach 24 Stunden freiwillig zurück. Ach, und wenn du dich auch gegen jedwede Entführung oder auch Verführung von Verbrechern schützen willst, dann schau mir doch mal einen Tag über die Schulter. Bei The Profiler. Einmal im Jahr, jeden ersten Sonntag im Februar, einen ganzen Tag lang, ermitteln wir gemeinsam und zeigen dir, wie man sich von den Irren an sich und dem Irrsinn der Welt selbst in Sicherheit bringt. Sei dabei und klick jetzt auf den Link.